Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War II. Ja, wir werden heute mal ein bisschen über Artikel 13 sprechen, würde ich mal sagen. Weil, wenn das wirklich so in Kraft tritt, wie es kommen soll, dann verändert das wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ja, ich würde sagen, darüber sprechen wir heute mal so ein bisschen. Und ich werde mal eine seltene Kiste aufmachen. Mal gucken, vielleicht ist da was Gutes drin. Wow, es ist ein Haufen Scheiße drin. Naja, gut. Wie eigentlich fast immer in den Kisten. Gut, dann schauen wir noch mal, was wir hier Befehle kriegen können. Zeig mal her. Kavallerieschild, nein. Football, nein. Erreichen Sie 100 LMG-Abschüsse. Okay, kann man ja ruhig mal annehmen. Melden Sie einem Team TDM. Erster erreichen 25 ohne LMG in der Panzerdivision. Dreimal Abschussserie, zehnmal. Alles klar. Entscheiden Sie sich, Soldat. Ja, die kann man auch mal mit annehmen. Die auch. So. Dann würde ich sagen, wir suchen jetzt einfach mal ein Ründchen. Und dann sehen wir uns gleich in der Runde wieder. Bis gleich. So, da wären wir auch wieder zurück. Die Runde hat gerade angefangen. Das heißt, wir werden die jetzt mal ein bisschen spielen. Wow. Headshot! Ja, auf jeden Fall, Artikel 13 ist so, das Ding ist, warum will Deutschland jetzt Leuten wie uns einfach alles versauen. Das Problem ist ja nicht nur so, ja okay, bringen jetzt ein neues Gesetz raus und dann darfst du einfach nicht mehr alles im Internet posten. Ich kann das verstehen für Schuhe, für Autos und für sonstigen Scheiß, den es so gibt. Aber das Ding ist doch einfach so, gerade so für Let's Player, so wie ich, oder Leute, die über Videospiele Videos bringen. Gerade da ist das doch so. Also, vielleicht habe ich da eine falsche. Da waren zwei Leute, okay. Vielleicht habe ich da eine falsche Ansicht drüber oder so, aber eigentlich ist das doch. Wenn Leute Spiele spielen, gerade Indie-Games, da ist das doch dann so. Wenn Leute wie ich oder Gronkh oder keine Ahnung wer, wenn wir über dieses Spiel ein Video machen, dann ist das doch eigentlich so, dass wir damit so gesehen kostenlos Werbung machen für dieses Spiel. Ah, länger nicht mal auf der Karte hier gespielt. Dann ist das doch eigentlich so, dass wir dieses Spiel dann umsonst pushen. So, ich meine, es ist ja für die Spieleentwickler, der dieses Spiel gemacht hat, kostenlose Werbung. Es pusht diesen jemanden ja umsonst nach oben. Es ist ja nicht so, oh ja, wir machen das jetzt, weil wir Eigennutzen draus ziehen wollen oder so. Gerade so für kleinere YouTuber wie mich, die nicht mal ganz ihre 100 Abonnenten haben, ist das doch gerade so, ja okay, ich mache jetzt einfach ein Video zu dem Spiel und einfach aus Spaß, und es ist komplett kostenlos, sowohl für die Spieleentwickler, die das Spiel eventuell sogar so ein bisschen pushen, dass sie damit ein bisschen Geld verdienen, als auch für mich. So, und da habe ich bis jetzt nie so das große Problem gesehen, so, ja, das muss jetzt. Oh oh. Nein! Ah. Man merkt, ich bin noch nicht so ganz geübt. Und diese Scheiße da, die geht einen echt auf den Sack. Headshot! Yo! Nein, und er sniped mich! Ach, Wichser. So ein kleiner Penner, Alter. Ja, aber wie gesagt, für Schuhe und sowas kann ich das echt verstehen, aber. Aber gerade so für Videospiele und so kann ich das irgendwie gar nicht verstehen. Ah!
Mit was hat er mich... Mit der Armbrust. Ah, okay. Hab mich gerade gewundert, warum ich so schnell weg war, weil das war kein Headshot. Es war kein Headshot, Junge. Oh, alle drei. Ja. So mag ich das. Einfach mal alle drei geholt. Gut. Nein. Ah, zu spät reagiert. Einfach nur zu spät reagiert. Na, ihr. Und das war feindliche Ausrüstung. Weg damit. Hm, dich haben wir auch, Junge. So. Auf jeden Fall meine Meinung zu Artikel 13. Was soll der Scheiß? Ne? Und außerdem sind wir keine bezahlten Bots von Google. Ne, wir machen das alles hier aus freien Stücken. So, ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich irgendwo Spieleentwickler, die das denn gar nicht wollen. Aber gerade so Spiele, Indie-Spiele werden ja hochgepusht von uns. So, ich meine, wenn ich da falsch liege, könnt ihr mich gerne berichtigen. Aber eigentlich pushen wir doch damit gerade kleine Spiele und so YouTuber wie ich jetzt. Ich will daraus ja nicht meinen eigenen Nutzen draus haben oder meinen eigenen Gewinn oder sowas. Mir fällt auf, in dem Spiel, die snipern inzwischen alle ganz schön viel. Kann doch sein, dass die Snipers irgendwie nochmal gebufft wurden oder so, weil ich war ja ein paar Monate weg. Ja, wir sind weder positiv noch negativ. Wir haben eine Runde von 10-10 gespielt. Ist in Ordnung, dafür, dass ich eigentlich von einem anderen Thema die ganze Zeit laber. Und die Runde gewonnen haben wir auch. Das finde ich auch super. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu selber auch so in die Kommentare schreiben. Aber Fakt ist, ich werde nie wieder CDU wählen. Das ist das, was ich nie wieder tun werde. Was ich auch vorher noch nie getan habe. Davon mal abgesehen. Weil, wie kann man so einen Müll in die Welt bringen, wenn Deutschland eigentlich im Prinzip im Moment ganz andere Probleme hat, die eigentlich Vorrang haben, anstatt so ein Scheiß. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und wir sehen uns dann schon bald in der nächsten Folge. Ciao mit V.